shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, wie soll es denn auch anders sein, wieder ein Unlimited Money Glitch, und der ist jetzt so einfach, also das ist ja so fast schon pervers, was Rockstar sich da einfallen lässt. Auf jeden Fall, dieser Glitch ist so geil, den muss ich euch unbedingt zeigen, und es funktioniert wirklich mit allen Fahrzeugen, die unter 50.000 Dollar wert sind. Also es funktioniert mit Lowridern und mit anderen Fahrzeugen. Aber wie das Ganze mit den Lowridern funktioniert, das erzähle ich euch am Ende des Videos, weil es nicht ganz so einfach und auch nicht ganz so schnell zu machen. Aber theoretisch funktioniert es auch mit Lowridern. Ich zeige euch ganz kurz auf der Karte, bevor tausende Fragen auftauchen, ob das auch mit Super- und Sportwagen funktioniert. Nein, weil die kosten alle, wie ihr seht, 1,5 Millionen, 1,7 Millionen, 300.000, und das ist alles zu teuer. Das funktioniert wirklich nur mit Fahrzeugen, die unter 50.000 Dollar in der Anschaffung sind. Also sobald die teurer sind, funktioniert es nicht. Die hier sind hier alle kostenlos, also der Buffalo, der Gauntlet, der Dominator, der Stallion, die kosten alle nichts, und mit denen funktioniert es super, deswegen zeige ich euch in diesem Video auch mit diesen Fahrzeugen. Und ja, theoretisch funktioniert es auch mit dem Red Loader oder Red Truck, weil die halt alle unter 50.000 Dollar kosten. So. Und ich habe den ganzen Glitch bei World Finest Gamer gesehen, aber der Founder von dem Glitch ist Glitch Mayhem. Ich habe natürlich beide unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, was ihr dazu braucht, ist auf jeden Fall eine 6er Garage. Und da spielt es auch gar keine Rolle, was für eine Garage. Es darf aber auch keine 10er sein oder auch keine 2er. Es muss eine 6er sein. Dazu braucht ihr einen Freund, der sich genauso hinstellt, wie es hier in dem Video. Und auf Platz 6 muss dieses Fahrzeug sein, das ihr duplizieren möchtet. Und während euer Kumpel auf Platz 6 steht und sich das Fahrzeug anschaut, müsst ihr einfach nur zum blauen Kreis und dort die zwei Fahrzeuge tauschen. Und wie ihr seht, einmal ist schon dupliziert. Danach müsst ihr auf Platz 6 in das Fahrzeug einsteigen, weil das ist das Duplizierte. Dann müsst ihr nur einmal aus der Garage rausfahren, anschließend sofort wieder in die Garage reinfahren, bams, fertig. Wie lange hat es gebraucht? Wirklich effektiv? Keine Ahnung, 10 Sekunden, und ihr habt das Auto dupliziert. Und das könnt ihr dann so lange machen, wirklich wieder zurück in den Kreis gehen, Platz 6 mit dem Fahrzeug tauschen, wo ihr halt haben möchtet, und bams, wieder verdoppelt. Aber da ist halt ganz wichtig, es muss dasselbe Auto sein. Also ihr könnt jetzt dann kein T20 hinstellen und das mit dem Adder tauschen. Es muss wirklich zum Beispiel Buffalo gegen Buffalo sein, Stallion gegen Stallion, und keine zwei verschiedenen Autos. Also nicht den RE7B gegen den RT R1 oder so, das funktioniert nicht, also müssen wirklich dieselben Fahrzeuge sein. Deswegen ist es auch mit den Lowridern nicht ganz so einfach, weil der Lowrider ist zum Beispiel jetzt in dem Fall der Buccaneer Custom, und der normale, den ihr kaufen könnt, ist der normale Buccaneer. Deswegen müsst ihr, wenn ihr es mit Lowridern macht, wirklich zum Beispiel mit dem Buccaneer, wie ich es euch jetzt gerade im Video zeige, einmal in Bennys Garage reinfahren, das Auto aufrüsten, dann ist nicht automatisch kein Buccaneer mehr, sondern Buccaneer Customs. Und dann müsst ihr mit dem Buccaneer Customs wieder zurückfahren, und dann könnt ihr das Auto einmal duplizieren. Das Blöde an dem Ganzen ist aber, dass der Buccaneer zum Aufrüsten 390.000 Dollar kostet und der Verkaufswert bei einem voll aufgetunten Buccaneer ungefähr, ja, um die 800.000 Dollar bringt. 6.000 bis 800.000 Dollar, je nachdem, was ihr halt auftunt. Und da ist halt die Gewinnspanne gerade mal bei 2.000 bis 3.000, 400.000 Dollar. Viel mehr ist es nicht. Der Buffalo hat immerhin noch, ja, 200.000 Dollar gegeben. Ihr könnt es theoretisch auch mit der Zombie machen. Die gibt, glaube ich, meines Wissens immer noch 300.000 Dollar. Da funktioniert es auch. Getestet habe ich es allerdings nicht. Deswegen macht es am besten, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, könnt ihr das natürlich mit Lowridern machen. Müsst allerdings davor den Lowrider immer in Bennys Garage reinfahren, aufrüsten, zurückfahren. Und dann dieselbe Methode mit dem Buccaneer machen oder mit den anderen Lowridern. Aber ich würde euch empfehlen, was einfach doch viel Arbeit ist, jedes Mal in Bennys Garage zu fahren, macht es am besten mit Fahrzeugen, die unter 50.000 Dollar in der Anschaffung sind oder kosten. Dann funktioniert es auch super einfach, dann macht ihr euch die Garage voll, dupliziert die Autos in Sekunden und bams, die Garage voll. Könnt natürlich auch alle Fahrzeuge wieder verkaufen und bekommt dadurch einen Haufen Geld. Und euer Kumpel, der kann einfach die ganze Zeit nur in der Garage rumstehen und sich die Autos anschauen, und ihr könnt ja duplizieren, verkaufen, auf jeden Fall richtig geil. Also der Glitch funktioniert auf jeden Fall auf der PS4, auf der Xbox One, und auf dem PC bin ich mir nicht sicher, weil die extrem viele Probleme haben, was Autos verkaufen angeht, die über 170.000 Dollar, glaube ich, kosten, und ab da gibt es Probleme auf der PC-Version oder bei den Leuten auf dem PC. So, das war es eigentlich so weit mit dem Video. Und ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, dann lasst mir auf jeden Fall mal ein Like da. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren. Und ich bin jetzt an der Stelle raus, wünsche euch noch einen schönen Tag, und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.